Hallo Afobs, willkommen im Norbestein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Und heute haben wir was ganz Besonderes am Start. Ja, ein Lucky Hot Pot, ein chinesisches Restaurant. Das ist ein Blue Bricks Pro Set. Guck mal, gerade den Karton. Das ist ein fetter Karton, so richtig dick, ne? Tief auch. So mag ich es am liebsten. Kompakt, voll gefüllt. Ja, das magst du auch wegen der Verpackung wahrscheinlich lieber, als wenn es dünn, aber sehr groß ist. Aber wenn man dann so einen großen Umkarton für die Logistik braucht. Ja, deswegen, ja. Das ist fein. Genau, ist ja ein Blue Bricks Pro Set. Es gibt ja, wir haben ja einige Blue Bricks Pro Sets, die werden für uns entwickelt. Und andere Sets sind von unterschiedlichen Herstellern und werden in einer Blue Bricks Pro Verpackung für uns produziert oder in der speziellen Charge geschickt. So, warum steht das Set hier? Das wurde aufgebaut, nicht von uns, von jemand anderem für den Berliner Store. Das ist ja nächste Woche Eröffnung. Ich weiß gar nicht, ob wir das vor der Eröffnung sehen. Vielleicht hätten wir es danach. Man weiß es nicht. Aber das Set ist aufgebaut für den Store. Und da es hier schon mal steht, machen wir ein Video. Also ihr könnt euch erst im Store angucken und dann im Video oder erst im Video, dann im Store. Je nachdem. Diese Überraschung lassen wir noch offen. Genau. Und das muss ich auch dazu sagen, weil das Set nach mit dem Wagen mit ganz vielen anderen in Kisten und so nach Berlin geschafft wird, an ein, zwei Stellen wurde es geklebt. Nicht, aber weil es das nötig hätte, ja, nur damit es möglichst en bloc 500 Kilometer weit weg in Berlin ankommt und dort dann auch als Ausstellungsstück lange am Stück im Store steht. Also es wurde nicht alles geklebt, nur so ein paar Pflanzen habe ich gehört. Ich glaube auch, dass hier in der Ecke wurde geklebt, damit es nicht abbricht oder so, aber das war's. Es gibt sonst auch keinen Grund dafür. Das wird der eine oder andere in die Kommentare, kann das gerne mal reinschreiben, wie seine Bauerfahrung war mit dem Set. Jawohl. Ich denke, qualitativ, was die Klemmkraft betrifft, ist das ja hervorragend. Ich sehe hier wunderschöne Motive. Wir werden kann ich die Kiste wegtun? Nein, wir werden noch wir brauchen die Anleitung. Es ist aber gerade gemütlich auch. Und wir werden herausfinden, ob das Sticker oder Prints sind. Das hier oben sind schon mal. Bevor du jetzt wieder das Blaue ins Blaue raten tust. Mein Freund fern der Heimat. Lass mich schauen. Aha. 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 Es macht doch Sinn, hier reinzugucken, oder? Ja, schon. Wir haben zwei Innenkartons. Mit einem wunderhübschen Design. Mit einer wunderschönen B drauf. B wie Baton. B wie bestimmt die Anleitung nicht drin. Gut, wir haben nummerierte Tüten. Ah, wie Achtung, hier ist die Anleitung drin. Achtung, hier ist die Anleitung. Nur damit ihr das wisst. Jawohl, fantastisch. So. Fantastisch. Wir haben nummerierte Tüten bis hin zu, ich habe eben eine 12 gesehen. 19. Heieieiei. Ja, aber ist doch cool. 19 Bauschritte für 2482 Teile. Das sind wirklich sehr wenig Teile pro Bauschritt. Das ist fantastisch. Das sind zweierlei Geschichten. Das eine Problem ist, du hast vielleicht die eine oder andere Tüte mehr. Ja. Plastik. Aber was den Bauspaß betrifft, finde ich halt gut. Du hast wirklich. Und wir haben hier beispielsweise bedruckte Teile. Und ich habe hier auch keinen, hier liegt kein Stickerbogen drin. Das ist auch ganz fantastisch. Selbst das hier, dieses Eckpanel, ist ein bedrucktes Teil. Wow! Schauen wir es uns doch mal an. Ach so, ja, aber das ist ja wirklich heftig. Dem Set, ja, das ist toll. Dem Set liegen 6 Figuren bei, mit großen Köpfen. Gut, in Ordnung. Können sich setzen, können sich stellen. Also ich bin ja mal jetzt auch richtig gespannt, vor allem das hier, Marco. Ja. Das ist ein Fenster, da hinten dran ist das Bild. Wenn das jetzt auch noch irgendwie gedruckt ist, aufregend. Das muss gedruckt sein, da ist es bestimmt eine doppelte Wand oder sowas. Wir werden sehen, wir können doch reingucken. Ja, dann gucken wir doch. Du bist ja wieder am Spicken. Da ist, da war es doch gerade. Print. Da war es gerade. Okay, wir gucken es uns mal von außen an. Es ist ein hohes Gebäude. Wir haben Erdgeschoss, 2 Obergeschosse. Hier ist mal ein Vöglein. Fantastisch. Außenterrasse hier. Balkon, hier ist ein Kätzchen.
Also ist ein Restaurant, ne? Das ist ein Restaurant. Ist einfach ein Restaurant. Ein glücklicher heißer Topf. Ja. Ja. Das, ja. Besser als ein unlucky Cold Pot. Was hast du da gesagt? Unlucky Cold Pot. Ach cool. Ein unglücklicher kalter. Okay. Okay, ich hab's schon am Start. Pass mal auf. Ich bin ganz bei dir. Pass mal auf. Ich kann das hier hinten, das heißt also das hier, kann ich immer nicht ganz nachvollziehen, wie es gebaut ist. Aber du bist doch ein Experte, du kannst es. Ach, da sitzen große Panels, zwei. Ja. Und davor dann nochmal auf diese. Davor ist dann nochmal, genau. Diese Scheibe. Zwei große Panels. Damit man die von innen nicht so sieht, ist es schön mit einem Regal verblendet. Zeig doch mal dem lieben Herrn hinter der Kamera, was da alles so Schönes drin ist. Lieber Herr, gucken Sie mal bitte. Fantastisch. Also wir haben hier ja eine Küche. Also da wird allerlei Leckeres wohl dann zubereitet. Ich finde, das habe ich noch nicht oft gesehen in Häusern oder Restaurants oder was, dass ein Mülleimer da direkt neben den Arbeitsflächen oder Herd steht. Ein richtiger Mülleimer. Sieht man so nicht oft. Okay. Das ist für dich jetzt denkst du, okay, das erzählt dir nicht wichtig. Aber ich komme aus der Küche, ich komme aus der Gastronomie. Da stehen immer wieder große. Ja, ich meine, eigentlich ist ja klar, es wird irgendwas geschnippelt. Ja. Eigentlich könnte ich mir vorstellen, Arbeitszeit ersparen, es wird einfach so, es wird seitlich runter, genau. Direkt in das Fach. Da steht nicht irgendwo in Raum weiter irgendwas, sondern das hast du immer in deiner Nähe. Ja, finde ich cool, eine gute Idee, da sowas direkt reinzumachen. Da ist noch ein kleines Fischchen drin. Da brennt es ohne Ende. Hier über dem. Ja. Da müssen wir vielleicht mal Details noch machen, aber hier oben brennt's, die ganzen Bilder. Sehr schön. Super. Hier, Eingang, Treppenaufgang. Hier noch eine Kasse. Oder vielleicht ist es, ja, das ist noch eine Kasse. Ich muss dir das glauben oder ich gucke es mir hier an, ich sehe es ja nicht. Ja, du musst es ja auch nicht sehen. Ich mache das Video nicht für dich, gell? Ja, ist so. Ja, ich weiß. Das ist bitter, aber ich weiß. Du hast ja recht. Oh, warte. So. Hier außen ein paar Blümchen, Hydrant. Ah, oh, Mietz. Es ist auch wirklich in der Höhe großzügig. Wir haben 2, 4, 6, halt's mal still. 2, 4, 6, 8, 10 Bricks und eine Plate Höhe fürs Erdgeschoss. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Türen. Okay. Ja. Gut. Jetzt kommen wir praktisch die Treppe hoch. Ja. Ein paar Tische, schöne Tische mit gemütlichen Sitzmöbeln, muss ich sagen. Da hinten in der Ecke unter der Treppe haben wir noch Bäumchen. Und dann geht es hier raus zur Terrasse. Und wenn wir aus der Terrasse sind, sieht es dann so aus. Und da hier nochmal das große. Schön an der frischen Luft sitzen. Große Print. Ja, mit dem Panel auf der Innenseite. Das Fenster, wie das gestylt ist, finde ich gut. Ja, ja, mit dieser Rundung das außen. Ja, dieses ovale, ja. Weißt du? Die Türen sind auch schön. Die haben, egal in welcher Position, so ein bisschen Klemmkraft. Ja, die jetzt nicht so, aber sie rastet ein. Ich wollte gerade sagen, egal in welcher Position, ein bisschen Klemmkraft, ein bisschen. Also es gibt ja Türen, die schlackern. Es gibt Türen, die schlackern, bleiben aber zu. Und es gibt Türen, die kannst du im verschiedenen Winkel einstellen und sie bleiben an der Position. Einige Moldking-Türen beispielsweise machen das häufig. Also das sind Türen, die rasten ein und sind zu. Ja. Aber die würden jetzt, na gut, doch schon. Die eine ja, die andere nicht so. An offener Position auch stehen bleiben. Ja. Eine ja, ein nein. Egal. Weiter geht's. Jetzt bist du dran. Ich halte mich jetzt zurück. Jetzt bin ich dran. Es geht noch ein Stockwerk nach oben. Aber guck, ich lass dich mitgucken. Wir gehen hier nochmal nach oben und sind jetzt hier im obersten, kleinsten Stockwerk. Jetzt guckt er natürlich nicht, ne? Ich hab's. Und hier oben haben wir noch so den klassischen runden Tisch, wo man dran sitzt. Kennst du auch diese großen runden Tische, wo da noch so eine zweite Ebene in der Mitte ist, die man dann so drehen kann? Ja, ja, ja. Das sind so die Tische, wo es dann beispielsweise so die Peking-Ente dran gibt. Das hatten wir mal, als meine Frau mit ihrer Doktorarbeit fertig war, haben wir richtig mal Pekingente gegessen. Das war so mehrere Gänge. Mhm. Das war richtig toll. In einem guten chinesischen Restaurant, da gab es erst Vorspeisen, das war so ein Menü für 8 Leute oder so. Haben wir an so einem großen Tisch gesessen und dann irgendwann brachten sie dann die Ente komplett gebraten, wunderschön rein, zeigten sie uns, trugen sie einmal rund um den Tisch
und nahmen sie wieder mit raus. Und dann kam die Ente im Laufe mehrerer Gänge auf verschiedene Art und Weisen dann halt klein geschnitten, zubereitet, teilweise so süß-sauer. Dann war die in der Ananas war dann was drin und so, also richtig top. Und wie war es so vom, die sind ja oftmals auch schon ziemlich zäh, ne? Also ah, das war toll. Ja? War toll, ja. Also ich war letztes habe ich auch so eine Ente gehabt, da waren, die hat noch so ein Zettelchen am Bein gehabt. Greifen an im Morgengrauen, grüße Napoleon. Also die war schon älter. Nee, unsere war gut. Ja? Unsere war gut. Bin ich froh. Grüße Napoleon. Ja, nee, die war super. Also auch hier schön. So was soll ich denn sagen? Ich muss einfach mal hier. Hat die sind auch. Fass mal drauf, die sind auch so erhaben aufgedruckt. Richtig, richtig tolle Printqualität. Klasse. Die ganzen Motive hier. Allerdings, das wird weiß nicht, ob man das so sieht. Das ist nicht einfach nur. Das ist aufgeprägt, ja. Hier auch. Toll. Sehr, sehr gute Printqualität. Das zeichnet das Set definitiv aus. Und es gibt noch etwas, was dieses Set auszeichnet. Das ist nämlich der Preis. Der ist auch ausgezeichnet. Also haben wir den Preis ausgezeichnet? Wir haben auch Preisauszeichner bei uns. Das Set hätte eigentlich so 129,95 gekostet. Bei uns kostet es 88 Euro glatt. Das heißt, wir haben 2482 Teile, 6 Minifiguren, massenweise wirklich, wirklich tolle Prints. Ein schönes, modulares Gebäude. Also diese Prints. Für 88 Euro. Also ich denke, das ist als modularer Hausbauer ein Must-Have. Ja. Vor allen Dingen für diesen Preis. Wenn ihr euch das Set aufgebaut anschauen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt, sobald er eröffnet hat, in unserem Megastore nach Berlin fahren. Die Adresse findet ihr auf unserer Store-Seite, wird unten auch verlinkt. Oder, das ist noch einfacher, bestellt euch das Set und baut es auf. Könnt ihr euch das beim Bauen bereits in aller Ruhe anschauen. Ich fasse mal zusammen. Der Lucky Hot Pot, ein chinesisches Restaurant, ein Bluebix Pro mit der Nummer 104262, 2482 Teile, 6 Minifiguren für 88 Euro im Preis stark reduziert. 28 x 28 cm, eine normale Baseplate-Größe plus ein bisschen was, das übersteht. Und 45 cm hoch, je nachdem, wie man diese Palmblätter anwinkelt da oben. Herrlich sieht's aus. Ja, es ist toll. Es ist richtig, richtig toll. Ich hab Hunger. Es ist zwar früher Nachmittag, aber wenn ich das so sehe, ich muss mal wieder asiatisch essen gehen. Toll. Ich hab Hunger. Ist auch keine normale Baseplate, sind mehrere Plates, ne, die so aufeinander gebaut werden. Aber deswegen wollte ich gerade von unten sein. Das sind 3 Schichten Boden hier. Sind gerade nur zeigen, von unten gebaut. Das ergibt dann insgesamt natürlich auch so eine schöne Bürgersteigkante, wenn man das jetzt auf Straßenplatten bauen würde. Ich wollte sagen, wie ist das eigentlich? Ich hatte gehört, Straßenplatten gibt es irgendwie nicht mehr, aber bei uns schon. Also wir haben von Wangi Straßenplatten, Kurven, Geraden, T-Kreuzungen, Kreuzungen und auch so Sachen wie 2 Stück, die zusammen einen Fußballplatz ergeben oder ein Basketballfeld oder sogar so ein Baseballplatz so bedruckt. Sehr schick. Ich weiß es. Du weißt es. Und natürlich auch Baseplates von 16x16 bis 48x64 noch groß. Ja. Und von dem Zeug haben wir so viel, wir müssen es sogar verkaufen. Wir haben so viel da, wir müssen es verkaufen. Ja, ja. Ja, dann war es das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr und viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Und lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen mit den 88 Euro für dieses Set. Ich weiß nicht, ob wir was Vergleichbares im Moment. Also wir haben eine Seite mit diesen Sonderpreisen, wo man draufklickt, da sieht man alle im preisreduzierten Artikel, da sind schon ein paar tolle Sachen dabei, aber das ist, was die modularen Gebäude angeht, glaube ich, momentan echt top. Hot. Und hot, ja. Und tschüss. Top. Hot. Danke fürs Zuschauen.